Dein Körper ist allwissend. Das bedeutet, dein Körper weiß genau, was du brauchst und was du willst und was dir gut tut und was dir nicht gut tut und so weiter. Und Problem ist, wir überlagern unsere körperlichen Signale mit unserem Verstandesdenken. Und wir haben verlernt, auf den Körper zu hören, auf die Signale, auf die Impulse des Herzens zu hören sozusagen. Und was dann passiert ist, wir handeln quasi gegen den Impuls des Herzens und werden dann unglücklich, weil wir Dinge tun, die wir uns im Verstand erdenken, wo wir denken, okay, das sind die Dinge, die, auf die es ankommt, die Gesellschaft, die andere von mir erwarten, aber das korrespondiert nicht mit dem Innersten. Und das macht dann krank, sowohl körperlich als auch psychisch krank. Der Körper merkt, dass er nicht verstanden wird, ihm nicht zugehört wird und schickt dann die Warnsignale in Form von Krankheiten und so weiter. Und das ist ein großes Problem, was wir haben bei uns in der Gesellschaft. Und dasselbe ist zum Beispiel bei Kindern. Wir denken immer, wir müssen die Kinder gut erziehen, wir müssen sie vor Gefahren beschützen und ihnen sagen, geh nicht mit kurzen Klamotten raus, es ist noch zu kalt und so weiter und hör auf, das zu essen, das ist ungesund. Aber im Endeffekt weiß der Körper des Kindes bereits sehr, sehr gut, was er braucht und was er will. Und wenn man dem Kind dann mal 6 Wochen Spaghetti vorsetzt, zum Beispiel, wenn es Spaghetti essen will und nichts Gesundes, dann wird es schon von alleine plötzlich genug von Spaghetti haben. Und wenn es draußen ist und plötzlich frieren die Hände, wird es schon von selbst zur Mama kommen und sagen, meine Hände sind kalt. Und dann, oder nach Handschuhen fragen und so weiter. Also mehr dem Körper vertrauen, mehr die Konzentration von da oben abwälzen sozusagen und auf den Körper wieder konzentrieren und dann nach diesen innersten Impulsen handeln und dann einfach schauen, was passiert. So viel dazu und bis zum nächsten Video. Ciao.